Was aussieht wie die Fenster einer gewöhnlichen Altbauwohnung, verbirgt bei näherem Betrachten etwas mehr. Hinter diesen Fenstern auf der Schönbrunnstraße 1 befindet sich eine der kleinsten Brauereien Deutschlands, die Neustädter Hausbrauerei Schwingenheuer. Trotz einer Jahresproduktion von gerade einmal 600 Hektolitern, die Radeberger Brauerei produziert immerhin etwa 13 Millionen, sind die feinen Biere von Christian Schwingenheuer, genannt Lenin, sehr begehrt. Ich bin Christian Schwingenheuer, 33 Jahre alt, habe seit 2002 die Neustädter Hausbrauerei, in der wir uns hier gerade befinden. Die Neustädter Hausbrauerei war ein Zufallsprodukt, das war nicht so gedacht. Eigentlich wollte Christian Schwingenheuer Zutaten zur Bierherstellung verkaufen und Brauseminare geben. Um anschließend den Leuten solche Brauanlagen verkaufen zu können. Aber es kam anders. Anstatt als Einzelhändler Zutaten zu verkaufen, wurde das von ihm gebraute Bier nachgefragt. Die Seminare statt einmal in der Woche sind alle 5 Wochen zustande gekommen. Und bis heute habe ich gerade mal 2 Brauanlagen verkauft, weil ich dummerweise im Seminar den Leuten auch erzähle, wie man sich die Anlage selber bauen kann, sodass die Leute meinen Laden als Brauerei benutzen, hierher kommen und sich einfach nur fürs fertige Bier interessieren. Und da liegt es gerade in der Neustadt natürlich näher. Man kommt mit seinem Eimer oder seiner Karaffe in die Brauerei, holt sich das fertige Bier ab und spart sich den Beats des Selberbrauens zu Hause. So bin ich dann auf einmal zu einer Brauerei gekommen, was ich ursprünglich gar nicht vorhatte. Wer es eher gesellig mag, kann seine Bierspezialität auch in der angeschlossenen Gaststätte zum Bautzner Tor genießen. Diese besteht seit 1895 und hat neben einem unverwechselbaren Ambiente auch eine gepflegte Karte. 11 Sorten Bier haben wir auf der Karte, davon 5 Sorten hausgebraut. Der Rest kommt aus fremden Kesseln, wo ich aber Wert darauf lege, dass es regionale sind. Regionale Küche mit regionalen Zutaten. Das in etwa hat man sich unterm Bautzner Tor vorzustellen. Eine 3-seitige Schnapskarte. Also wir sind insgesamt, denke ich, ganz gut ausgestattet. Zum Mit nach Hause nehmen gibt es außer Cider, einem Apfelwein, verschiedene Brauvariationen. An Biersorten haben wir das Neustadt Hell, das sympathische Helle aus der Nachbarschaft, beziehungsweise für diejenigen, die nicht aus der Dresdner Neustadt kommen, das sympathische Helle von weiter weg. Im Winter als Winterbockbier den Wilden Mann, dunkles, süffiges Bockbier, 7,0 Volt, bums die Sau, wenn es mal schnell gehen muss. Wird im Sommer ersetzt durch die Sorte Hufeisennase, um auf einen politischen Sackstand in Dresden hinzuweisen. Hufeisennase ist ein Rauchbier, was mit geräuchertem Malz gebraut wird. Dann haben wir Lenins Hanf. Lenins Hanf, das verbotene Bier. Lenins Hanf macht glücklich. Don't smoke, just drink. Der Bauchkiff. Hecht alt. Dunkles, herbes Altbier. Geht Richtung Diebels, kann man sagen, hier aus dem Dresdner Hechtviertel. Meine Lieblingssorte aus meinem Sortiment, kann ich sehr empfehlen. Ja, und dann natürlich Elbhang Rot, die Sorte, die wir zum Elbhangfest 2002 das erste Mal gebraut haben. Das Ganze in der praktischen Herrenhandtasche, 6x 0,5 Liter Universalgröße, sehr kleidsam, steht jedermann. Während die Flaschen in liebvoller Handarbeit befüllt, in Kästen verstaut und entsprechend ihres Inhaltes etikettiert werden, brodelt in den Kesseln bereits die nächste Charge aus den klassischen Zutaten Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. Diese sind naturbelassen und werden nach Möglichkeit regional eingekauft. Nach getaner Arbeit genießt Christian Schwingenheuer gern die Früchte selbiger.